Hallihallo zusammen, hier ist wieder euer Ruppi. Ja, Leute, heute Morgen war ich einkaufen und da ist mir doch in der Zeitschriftenabteilung tatsächlich was entgegengesprungen, was ich dachte, nimm's mal mit, schau's dir an. Und ehe ich das auspacke, habe ich mir gedacht, naja, okay, kann ich auch mit euch teilen. Drum zeige ich euch das jetzt. Und zwar habe ich das hier gefunden. Schaut's euch an, DreamWorks Dragons, die Nummer 1, August, September 2014. Das Magazin zum Film ist raus. Und wisst ihr, was mich wirklich geflasht hat? Das ganze Ding hier ist voll mit Stickers. Also Aufkleber ohne Ende. Und hier steht es auch mit 38 starken Dragon-Stickern. Und das ist eine Ansage, denn ihr seht nicht nur hier Stickers. Nein, wenn ich das Heft rumdrehe, seht ihr noch mehr. Also es ist schon der absolute Hammer. Und ich denke mal, allein schon das ist für jeden Drachenzähmen leicht gemacht für ein absolutes Muss. Drum habe ich mir gedacht, ich schaue dieses Heft mal ganz kurz mit euch an. Ja, ich packe das jetzt mal aus. Hier die Folie wegmachen. So, hier noch der Aufkleber. Wie schon gesagt, schauen wir uns gleich alles von nahem an. Hier nochmal das Heft. Okay, also wie schon gesagt, die Nummer 1, brandneu, August, September 2014, das Spezial zum Kinohit DreamWorks Drachenzähmen leicht gemacht 2, DreamWorks Dragons. Toller Schriftzug, gefällt mir richtig gut. Schaut es euch an. Klasse, die Schrift mit diesen Drachenschuppen drin. Das ist schon cool. Was haben wir hier? Zwei Poster, einen drachensteigen Comic. Und was haben wir hier noch? Neue Welten, neue Drachen. Das ganze Ding hier ist von Blue Ocean. Und hier haben wir auch noch Rätsel, Action und Facts. So sieht das Titelbild aus, ohne die Aufkleber. Ist das nicht toll? Hicks und ohne Zahn. Ah, das ist schon ein hammermäßiges Bild. Ich freue mich wirklich schon auf den zweiten Teil hier. Denke mal, es ist wieder Burner-mäßig animiert. Weil schaut euch alleine schon den Kopf von ohne Zahn an. Hammer, ne? Mit den paar Schuppen hier und den vielen kleinen Details. Wahnsinn, auch Hicks hammermäßig animiert, wirklich. Burner, also richtig klasse. Okay, wollt ihr gleich die Aufkleber sehen? Sollen wir die gleich durchgehen? Okay, also dann machen wir das geschwind. Hier, alles einzelne Aufkleber. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, weil die sind richtig schön gemacht, muss ich schon sagen. Schön, hier, unser junger Held. Dann dieses Monster, schaut es euch an. Ich finde es übrigens schade, wie die Actionfigur von so einer tollen Vorlage so schlecht umgesetzt wurde. Also das hat mir nicht wirklich gefallen. Hier noch ein tolles Bild von ohne Zahn. Grimmig, grinsend. Schöne Aufkleber, wirklich. Hier die ganze Gang zusammen. Ist das nicht toll? Wahnsinnsdrachen. Dann schauen wir auch gleich die Rückseite hier an. Hicks und ohne Zahn. Ich denke, ich brauche da gar nicht viel dazu sagen. Ihr werdet die ganzen Charakter teilweise schon kennen. Ah, schon ein Hammermonstrum, wirklich. Schön, oder? Also ganz, ganz tolle Sticker. Und dann auch noch gleich so viel, ne? Wahnsinn. Also das lohnt sich schon wirklich alleine wegen diesen ganzen Aufklebern hier. Klasse Bilder. Echt toll. Wahnsinnsdrachen. Ne, als Drachenfan muss man sowas eigentlich fast schon haben, ne? Okay, das waren die Aufkleber auf dem Heft. Dann haben wir hier noch zusätzlich welche. Das ist eingeschweißt. Liebe Zeit. Was steht hier noch drauf? Ah, Dragons Tattoos. Okay, die könnt ihr euch tätowieren. Das sind die Motive. Sind natürlich hier spiegelverkehrt, ist ja klar. Da haben sie eben leicht gemacht. 2, das Logo. Hier nochmal Hicks. Albtraum. Und wie sie alle heißen. Auch cool. Nette Idee. So, das war das. Jetzt schauen wir doch mal rein in dieses Magazin hier. Bin ich wirklich gespannt. So geht es los. Erstmal Werbung für den Film, ganz klar. DreamWorks, Drachenzähmen, leicht gemacht 2. Toll, klasse. Kommt natürlich auch für die Wii U, für die Wii, für die PS3 und Nintendo 3DS. Cool. Dann hier haben wir den Inhalt, was wir alles hier finden. Ihr könnt ja ab und zu das Video einfach anhalten, dann könnt ihr euch das durchlesen. Ich gehe es jetzt nur ganz grob durch, was bisher geschah.
Echt coole Bilder. Hier, Valka, der sieht schon heiß aus, oder? Der mysteriöse Drachenreiter. Oder ist es gar eine Reiterin? Ha! So, klasse. Dann hier haben wir einen Comic. Das hat einen ganz eigenen Stil. Erinnert mich jetzt spontan irgendwie an Wiki. Warum muss ich jetzt an Wiki denken? Keine Ahnung. Aber, ja, ein ganz eigener, aber wirklich netter Zeichenstil. So, ganz grob hier mal gezeigt. Wie schon gesagt, holt euch das Heft. Dann könnt ihr das in aller Ruhe durchlesen und angucken. Macht wirklich Spaß. Schön gezeichnet. Ein relativ einfacher Strich, aber echt schön. Klasse. Ha, hier, schaut mal. So habe ich geguckt, als ich das Heft gefunden habe. Klasse. Ja, da war ich wirklich verdutzt, dass das jetzt schon im Handel ist. Was heißt verdutzt? Hätte nicht erwartet, es hier bei uns zu finden. So, welcher Drachenreiter bist du? Aha, also ein Test, den könnt ihr machen. Hier noch ein paar weitere schöne Bilder. Ah, ist echt klasse gemacht. Toll. Dann, was haben wir hier? Erstaunliche Wiking-Effekte. So waren sie wirklich. Jawohl, könnt ihr euch durchlesen. Auch tolle Bilder. Also die Bilder sind wirklich Weltklasse. Allein das hat sich wirklich schon gelohnt. Klasse. So, dann haben wir hier ein Poster mit 5 verschiedenen Drachen und ihren Reitern. Klasse. Echt schön. Cool. Dann hier natürlich die Rückseite, ne? Das zweite Poster. Seht ihr jetzt hier nur zur Hälfte. Was haben wir noch? Befreie die Drachen. Das ist ein Drachenquiz. Also wie schon gesagt, Leute, ich gehe das nur ganz, ganz grob durch, damit ihr euch mal einen Eindruck machen könnt, wie das aussieht in dem Heft. Aha, Wortgitter. Auch ein Rätsel. Cool. Dann gibt es natürlich auch ein Hörspiel zum Kinofilm. Auch eine schöne Geschichte. Ich habe das früher geliebt, Hörspiele. Hatte ich massenhaft. Bei mir war das noch Huibu, aber original, ja, hier, hallo. Also dann Abenteuerspiel, Wikinger Schlacht. Ist ja auch klasse gemacht hier. Supi. Echt schön. Boah, schaut ihn euch an. Cool. Und hier haben wir noch mehr Rätsel, Kreuzworträtsel, liebe Zeit hier. Rätsel ohne Ende. Dann die ganzen Filme auf DVD. Die Reiter von Berg. Habt ihr die schon alle? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht einen vollständig gesehen. Muss ich mir aber auch noch Eddie holen. Gefallene Drachen. Noch mehr Rätsel. Boah, auch cooles Bild, oder? Hammer. Toll. Also mit dem Heftchen habt ihr wirklich was zu tun, wenn ihr euch das kauft. Rätsel ohne Ende. Drachenprofi. Werde zum Drachenprofi. Hier, welche Arten von Drachen gibt es? Wie unterscheiden sie sich? Was macht sie aus? Hier, alles Mögliche. Klasse. Cool. Und die nächste Ausgabe erscheint am 11. September 2014. Hier eine kleine Vorschau. Oh, da ist so eine extra dabei. Eine Wikinger-Armbrust. Klasse. Auch wieder 2 Poster. Tolle Poster sogar. Und schätzungsweise wieder jede Menge Rätsel. Hier können wir einen eigenen Drachen bauen. Schneide, stecke und klebe deinen eigenen Drachengleiter. So sieht es aus. Das könnt ihr ausschneiden und dann könnt ihr damit abheben. So, das war's auch schon. Das ist die andere Seite von diesem Gleiter. Nett, nett und ein tolles Bild. Ah, die Bilder sind wirklich Weltklasse. Schön. Ja, Leute, das war's auch schon. Das wollte ich euch nur ganz, ganz grob zeigen. Wenn euch das Heft gefällt, wenn ihr Drachenzähmen-Fans seid, dann holt euch das Teil, wird euch bestimmt gefallen. Vor allem alleine schon wegen diesen massenhaften Stickers. Ja, Rückseite ist voll, die halbe Vorderseite ist voll und ihr habt hier noch Tattoos. Und natürlich massenhaft Rätsel in diesem Magazin, in diesem Heftchen. Bin mal gespannt, wie viele Ausgaben rauskommen und vielleicht sind ja auch mal Drachen als Gimmick dabei. Das wird mir doch richtig gut gefallen. Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Viel Spaß beim Kaufen, Angucken und Rätseln. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi.